Yo Leute und willkommen zu einer kleinen Runde Bravecraft. Und ich war auf dem Server, während, also ich habe halt nicht aufgenommen gehabt und war ein bisschen auf dem Server, ein bisschen mit Muff und so und Sun gelabert und ja. Ich habe mir eine neue Dia-Rüstung gemacht, weil die hier schon fast kaputt ist. Ich kann sie ja mal hier rausholen. Lol. Achso, ja, hier. Die Dia-Rüstung ist irgendwie. Ach, ich habe die falsche an. Okay. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, also man sieht es halt hier, die ist nicht mehr so gut. Und deswegen habe ich mir eine neue gemacht. Und ich wollte mal irgendwas gucken. Wie das ging. Ob das so ging, wie ich das Kopf hatte. Das ist nämlich eine Kopie von dem Schlüssel jetzt, soweit ich weiß. Genau. So machen wir nämlich immer. Wir packen in den in die Crafting. Okay. Meine Mutter hustet gerade sich die Seele aus dem Leib. Wir packen hier nämlich immer dann den Ersatzschlüssel rein und haben aber gleichzeitig noch einen mit. Das denke ich mal ist ganz gut. So, und den da dran. Dann haben wir nämlich auch, wenn wir hier sterben, noch einen. Sicher. Wäre natürlich nur die Frage, wenn wir von hier aus dran kommen. An die Truhe könnten wir dran. Naja. Alter, warum sind hier so viele Bäume? Hilfe. Nur weil die viele Bäume brauchen, brauchen sie die aber nicht alle hier vor mir, vor meinem Haus pflanzen. Können sie auch ein bisschen gucken, wo sie die hinpflanzen, weil hier, die stören sowas von, die baue ich jetzt alle ab und dann. So. Ich kann den ja auch mal die vor die Haustür pflanzen. Oh Mann. So. Zack. Und ich habe mir ein paar Themen. Also ich habe einen Kumpel von mir nach Themen gefragt. Er hat gesagt, es wäre vielleicht mal ein ganz cooles Thema. Wenn ich jetzt über die Lieblingskindersendungen rede. Ja, und ich fand das eigentlich auch ganz cool, weil irgendwie jeder hat ja seine Lieblingssendungen, die aber inzwischen nicht mehr laufen. Egal wie alt man ist. Ja, ich meine, ich hatte auch mit 7 Kinder Lieblingssendungen, die dann aber mit, als ich 8 war, nicht mehr liefen. Das heißt, da ist eigentlich, das hat jeder. Ja, und deswegen wollte ich einfach mal fragen, was sind denn eure Lieblingskindersendungen? Also meine, kommt drauf an, wie weit man Kindersendungen zieht. Also, was ich früher extrem gerne geguckt habe, als ich klein war, war Disneys Große Pause und Lilo und Stitch auch. Ja. Und ja. Und was habt ihr so für Kinder-Lieblingssendungen? Würde mich mal interessieren, warum ist der jetzt nicht ganz abgebaut? Dann mache ich das anders. Ich habe auch keinen Bock, den hier abzubauen, dann sieht der halt ein bisschen blöd aus. Aber er ist wieder ganz, ist keine Baumkrone mehr. So. Muss man irgendwie abwarten, bis der ganz abgebaut ist, bis man einen neuen abbaut, sonst hört er auf mit dem Abbauen? Ich weiß es nicht, aber trotzdem. So. Jetzt haben wir ja mal ein bisschen wieder für Ordnung geschaffen. Und ich weiß gar nicht, was ich machen möchte oder machen kann. Und deswegen mache ich jetzt mal was. Also ich schwimme einfach mal jetzt ein bisschen vorbei. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Der kurzen Zeit. Ich will nämlich jetzt mal kurz gucken, wie teuer so ein Taucheranzug ist. Ich weiß nicht.
Und was will der denn? So. Ich habe leider keine Netherwarzen, soweit ich weiß. Sonst würde ich ja was anderes machen, aber... Naja. Dann suchen wir mal eben nach Oceancraft. Klicken da drauf und während das dann lädt, gucke ich mal kurz, ob wir hier wirklich nirgends eine Netherwarze haben. Ich würde ja eigentlich sogar sagen, hier unten hätten wir bestimmt irgendwo Netherwarzen. Aber es sieht echt nicht danach aus. Und das wundert mich doch schon, sonst würde ich halt Unterwasseratmungssachen benutzen. Aber okay. Items und Armor. Ja, das könnte ich gebrauchen. Aber nee. Diving Gear, genau das brauche ich, aber. Nein. Der öffnet der mir den Play Store. Ich klicke auf eine Minecraft-Seite und er zeigt mir den Play Store an. Ja, können wir auch das und das kaufen. Ja, das hilft mir auch voll dabei. Aber okay, wo ist denn die Token? Wenn ich jetzt wüsste, was das ist. Hier muss ich dann doch nochmal bei den Items nachgucken. Hä? Das ist ja nicht beides, hat schon. Komisch, was ist denn diese Lehmkugel? Machen wir es mal so. Die wird ja auch nicht angezeigt. Okay, Leute, wir haben ein kleines Problem. Ich kann es nicht machen, weil. Okay, da muss ich noch mal nach. Also in der Aufnahme klappt das nicht. Da muss ich mal nach oder zwischen der Aufnahme nachgucken. Egal, dann haben wir jetzt wieder Zeit vergeudet. Das ist natürlich wieder wundervoll, René. Das machst du wie immer perfekt. Aber ich habe gehört. Die Wale sollen wohl, ja, cool sein. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal ins Wasser und gucke, dass ich ein paar Wale umbringe und so weiter und so fort. Dass ich alles einfach da umbringe, das ganze Leben im Meer ausrotten. Ja, okay, nein, das schaffe ich eh nicht, aber egal. So, ich springe hier mal rein. Okay. Oh, da ist ein Hai. Und ich sehe schon unter Wasser relativ schlecht. Das ist natürlich auch wieder. Das ist natürlich auch wieder toll. Das sind die besten Voraussetzungen. So, ich mache den Hai mal auf mich aufmerksam. Der hat mir ja einfach mal gar nichts abgezogen. Hat der wenigstens irgendwas gedroppt? Nö. Okay. Ach nein! Wir werden jetzt kriegen können. Ich hab's ja gesagt. Also, ich meine, ja, gut. Wir sind jetzt schon sehr lange nicht gestorben und hatten 25 Level, aber ja, gut. Die Sachen hole ich mir noch schnell wieder. Ich dachte eigentlich, es würde halt so, ja,
Timer abgelaufen, ich weiß. Ich dachte eigentlich, das würde so wo ist denn das jetzt? Ach da, okay. Ich dachte eigentlich, dass da dann das Wasser abläuft so. Da hätte ich mich auch einfach hier hinstellen können, ja. Okay. Ist noch irgendwas nach unten geflogen? Ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Keys wieder. Ich habe, glaube ich, alles Wichtige wieder. Aber trotzdem, ich gehe jetzt noch mal nach ganz unten. Und hoffe mal, dass ich von da aus aber auch schnell genug wieder. Alter. Ah. Okay. Also ich muss zwei bauen, okay. Gut. Wie wir hier rauskommen, seht ihr in der nächsten Folge. Würde ich einfach mal sagen, die Folgen sind inzwischen echt sehr kurz, aber naja. Ihr seid es ja eigentlich nicht mehr anders von mir gewohnt. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und sage damit einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Euer Mr. Panda.